Was heißt Al-Quran? Woher kommt Al-Quran? Vom Vortragen. Vom Vortragen. Qara. Und wenn wir es grammatikalisch analysieren, was ist das für eine Wortart? Ein? Was? Ein Masdar. Ja, ein Verbal-Substantiv. Sozusagen eine Mischform aus Verb und Substantiv. Was heißt das Gelesene? Als die Herabsendung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, hatte der Prophet Angst gehabt, dass er nicht mitkommt. Und er bewegte seine Zunge schnell und hastig und hektisch. Warum? Weil er Angst hatte, dass das verloren geht. Und hier beruhigt ihn Allah subhanahu wa ta'ala und sagte, لا تحرك به لسانك لتعجل به. Bewege deine Zunge nicht zu schnell, um ihn aufzunehmen. Warum? Uns obliegt seine Sammlung und seine Bewahrung. Gut, was hast du dann zu tun, O Gesandter Gottes? فَإِذَا قَرَأْنَاهُ. Wenn wir ihn lesen, فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Folge dem Gelesenen. Und das heißt, sprachlich bedeutet der Koran was? Das Gelesene. Und der zweitbekannteste Name oder der am meisten verbreitete Name nach Koran ist was? Das Buch. Das heißt, die Bezeichnung und Benennung Koran und Kitab deutet worauf hin? Dass dieses Buch gelesen werden muss und zum Lesen da ist, bevor ich irgendetwas anderes damit verrichte. Und wenn wir uns vor Augen führen, was der Koran eigentlich ist, und wenn wir den Koran definieren, dann sagen wir immer Al-Quranu Kalam Allah. Es sind die Worte von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier müsste jeder in sich zurückgehen und sich dieser Aussage bewusst werden. Das sind nicht die Worte eines Professors, eines Großgelehrten, meines Lieblingsgelehrten, dessen jeden Vortrag ich auf YouTube angucke und jeden Livestream mit verfolge und sogar Kilometer weit reise, um mir einen Vortrag live von ihm anzuhören. Nein, das sind die Worte des Allmächtigen, des Barmherzigen, meines Schöpfers, meines Herrn, direkt an mich persönlich gerichtet. Und daher ist es nur logisch, dass derjenige, der mehr von diesen Wörtern hat, auch höher dasteht. Und je mehr ich diese Worte aufsage und gedenke, ich höher in der Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala stehe. Und daher sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Gleichnis eines Menschen, der nichts vom Koran in seinem Herzen und in seiner Brust hat, ist wie das eines zerstörten Hautes. Und der zweite Punkt ist, dass meine Rezitation und meine Lektüre des Korans ein Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wir kennen das Gedenken, wir kennen den Dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Aber was ist der beste Dhikr? Was ist das beste Gedenken? Der Koran. Und was wir nicht oder was wir uns vor Augen halten müssen, ist, dass wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala gedenke, ist das ein Vorzug für mich oder ist das ein Vorzug für ihn? Das ist absolut ein Vorzug für mich und für niemand anderen. Deswegen gibt es auch dieses bekannte Nasheed, Subhana man dhikruhu izzun li dhakirihi. Gepriesen sei derjenige, dessen Gedenken ein Vorzug und eine Macht für wen ist? Für denjenigen, der ihn gedenkt. Wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala gedenke, dann ist das ein Vorzug für mich und nicht für ihn. Grundsätzlich, normalerweise ist es doch ein Vorzug, wenn jemand mich gedenkt, wenn jemand mich erwähnt und nicht andersrum. Ja, ich stell dir vor, du warst heute nicht da, und dein Vater oder dein Freund war in der Moschee und sagt, Sheikh Farid hat dich heute gelobt und hat in besten Tönen von dir gesprochen, etc. Was ist deine Reaktion? Sheikh Farid oder Sheikh Abdelaziz hat mich erwähnt und hat gut von mir gesprochen? Und du bist da natürlich da froh, geehrt, geschmeichelt, bescheiden, all das, gedemütigt. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala ist es andersrum. Dass
wenn du ihn gedenkst, dadurch höher steigst. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, derjenige, der meiner gedenkt, dem gedenke ich seiner, im Gegenzug. Aber Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt dich in einer anderen Anwesenheit und unter einem anderen Publikum, nämlich den Engeln, den Rechtschaffenen und den Höherstehenden. Dadurch ist es nämlich die bloße Rezitation des Korans viel höher anzusetzen, als wir es denken. Und die Rezitation an sich, das bloße Aufsagen dieser Verse so hoch zu belohnen. Und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Allah sagt, für jeden Buchstaben gibt es 10 Hasanat. Und ich sage nicht Alif, Lam, Mim ist ein Buchstabe, sondern für Alif gibt es 10, für Lam gibt es 10 und für Mim gibt es 10. Weil das die Worte des Allmächtigen sind und Allmächtiges mit sich bringt.